So, weiter geht's. Wir müssen Faye, die Medium, jetzt sorgenfrei besorgen. Brauchst sie, weil sie immer noch nicht schlafen kann, ihre Visionen schlimmer geworden sind. Und sie hofft jetzt, dass sie mit der Pflanze da endlich schlafen kann. Da geben wir natürlich diesmal unser Bestes. Und versuchen ihr zu helfen. Müssen wir jetzt mal schauen, welche Pflanzen hier in Frage kommen könnten. Das scheinen ja die Blätter zu sein und keine Blüten. Steht eigentlich überhaupt nichts dabei, sonst dann müssen wir uns an die Zeichnung halten. Diesen dann, ja, gingen, aber die sind vielleicht ein bisschen zu gerade. Haben die nicht das hier, was... Da müsste wenigstens noch ein Stängel irgendwie weggehen von, oder? Weil die haben überhaupt nicht die Morphologie davon. Ah, Mann. Also ich habe Biologie studiert und im Grundstudium muss man halt alles Mögliche machen. Und da gehört auch Botanik dazu und sowas wie Pflanzen bestimmen. Und ich habe mich da immer super schwer mitgetan. Wir hatten dann auch halt Zoologie und Tiere bestimmen. Das fand ich eigentlich immer recht einfach und machbar. Man hat ja dann solche Bücher mit Bestimmungsschlüsseln und so ein Kram. Aber ich weiß nicht, Botanik allgemein fand ich eigentlich nicht schlecht. Aber das Pflanzenbestimmen, das... Neben Physik fand ich das, glaube ich, am schlimmsten in meinem Studium. Ich bin dann auch auf den molekularbiologischen Zweig gegangen. Das haben wir schon gelabelt. Aber an sich war das mit den Tieren und den Pflanzen, das war eigentlich auch ganz cool. Nur ich habe mich für das andere damals mehr interessiert und ich hätte auch nicht so richtig gewusst, was ich dann danach machen soll. Und ist vielleicht auch ganz gut, dass ich Botanik nicht näher vertieft habe. Ich muss sagen, dass mir eigentlich jede Pflanze privat einfach nur wegstirbt. Und da bin ich froh, wenn wir jetzt einen Blumenladen haben, wo das ein bisschen besser läuft. Zumindest virtuell. Ja, ich weiß nicht, das hier sieht vielleicht am ehesten danach aus, oder? Also sie haben auf jeden Fall oben diese Rundung und unten werden sie dünner. Die haben den Strich da drauf. Ansonsten... Das läuft unten nicht schmaler zu dann. Irgendwie. Gehen wir den mal. Ja. Okay. Na gut. Das hat schon mal geklappt. Weiter geht's. Simone wieder. Bibliothekarin. Es ist nicht einmal zwei Tage her, da habe ich einen seltsamen Mann auf der Straße nach Zedberg getroffen. Noch seltsamer ist daran, dass er nach dir gefragt hat. What? Er sagte, dass er etwas für dich hätte, aber fragt mich nicht was, also habe ich ihm gesagt, wo er dich finden kann. Er sah allerdings etwas entsetzt aus, als ich Andermir erwähnte. Er hat gesagt, dass er Städten nicht zu nahe kommt, wenn er es vermeiden kann. Er war auf dem Weg nach Westen, zumindest glaube ich das. Er hat gesagt, dass er nach der Winsterquelle sucht. Ich schreibe dir das auf. Naja, das wären die Neuigkeiten von mir. Hast du die Pflanze gefunden, die ich brauche? Aber natürlich! Die steht, hier. Bitteschön. Okay, wir kriegen dafür eine Notiz. Mann wollte dich treffen. Ging von Zedberg aus nach Westen, vermutlich in die Nähe des Flussursprungs des River Winsters. Zedberg ist hier. In die Nähe des Flussursprungs des River Winster. River Can, River Spirit, River Gilpin, River Winster.
Nach Westen? In die Nähe des Flussursprungs des River Windsor. Soll ich denn das drüber nehmen oder soll ich das am Flussursprung nehmen? Ja, schon auch westlich. Das Lager des Einsiedlers ist einfach zu finden. Es liegt gemütlich zwischen zwei Felsen über der Quelle. Die abgekühlten Überreste eines Feuers liegen inmitten von Steinen. Das ist ein sicheres Zeichen, dass jemand hier war. Ich rufe nach ihm, doch ich erhalte keine Antwort. Dein Siedler ist nicht hier. Eine genauere Untersuchung der Lagerstätte offenbart etwas Interessantes. An einer Seite befindet sich gut versteckt etwas zerbrochenes Holz, das auf den Boden arrangiert wurde. Zwei runter. Zwei nach rechts. Okay. Zwei runter. Zwei nach rechts. Das Lager bei der Windsor-Quelle führt mich zu einem anderen Lager, wo ich von einem exzentrischen Mann begrüßt werde. Oh ja, ja. Hoho, hoho, sagt der Mann. Du musst das hier nehmen. Nimm es, nimm es. Da er wirklich sehr darauf besteht, lasse ich mir eine Lupe in die Hand drücken. Darauf legt er vorsichtig einen Umschlag. Hoho, ich brauche es nicht mehr. Hoho, nein, ich brauch's nicht. Neckis Rot nicht. Die Rote, die Rote. Hoho, Ebony. Ich bin mir sicher, dass er ziemlich verrückt ist. Wirkt so, ja, auf den ersten Blick. Wir halten einen Gegenstand und einen Brief. Das ist diese Lupe. Lesen wir den Brief. Es heißt, dass die Pflanze, genannt Rote Ebony, die Fähigkeit besitzt, aufzudecken, was geheim oder verborgen. Ich perfektionierte eine Gerätschaft, die einen Extrakt der Pflanze verwendet und den Betrachter durch ein kleines Fenster Zeuge der Magie werden lässt, die im Innern geschieht und dem bloßen Auge sonst verborgen bliebe. Okay. Aber wir brauchen trotzdem noch die Pflanze, oder? Aufzudecken, was geheim oder verborgen. Da muss wahrscheinlich dann die Pflanze, also ein Extrakt reingemacht werden noch, oder? Ja, gut. Haben wir das hier stehen? Sieht erstmal nicht so aus, ne? Winterzee, Goldedendrasturian. Kerzenholz. Nö. Das haben wir da nicht. Okay, dann können wir natürlich auch so mal drüber. Aber das ist auch grün. Was bedeutet grün? Aufgeladen? Ander mir. Sieht man jetzt spontan. Muss ich darauf achten, ob das anders aussieht? Oder würde das mir das anders signalisieren, wenn da was wäre? Das sieht jetzt spontan genauso aus unterm Glas, oder? Da kann ich auch nichts. Vielleicht brauche ich diese Pflanze noch. Na, warten wir erstmal. Conrad Stanway. Meine restliche Zeit auf dieser Welt ist begrenzt und ich habe beschlossen, dass ich in einem Grab beerdigt werden möchte, das mit seltenen und schönen Kabalia dekoriert ist. Genau wie das Grab eines Dreierjägers, das mit Drantium bedeckt wird. Na gut. Suche ich dir raus, kein Problem. Kabalia, Abutum alacritas.
Eine seltene Pflanze, die den Verstorbenen hilft, nach dem Tod Frieden zu finden. Die, die es sich leisten können, platzieren daraus gefertigte Kränze an den Gräbern ihrer Lieben. Die Blüten der Kabbalia bestehen fast immer aus 6 Blütenblättern. Wenn man eine Blüte mit 7 Blütenblättern findet, soll das Glück bringen. Okay. Sie hat 5. Die sehe eigentlich am besten aus, aber die hat 5 Blätter, das kannst du nicht sagen. Das vielleicht? Die hat 6 Blätter, ja. This could be it. Ansonsten mir glaube ich auch nichts, was so aussieht. Die haben wir noch, aber die hat nicht diese Dinger, die da rauskommen. Ja, wird die sein. Dann labeln wir die noch. Kabbalia. Okay. Und weiter geht's. Unbekannt. Uah, das ist die mit der Jademaske. Fuck. Dein Ansehen wächst pflanzenkundler. Ich habe gehört, dass man sich an dich wendet, wenn man Pflanzen braucht, die schwer zu beschaffen sind. In letzter Zeit fühlt sich mein Kopf an, als hätte man ihn in 2 Teile geteilt. Ich suche nach etwas Hopferd. Er fühlt sich nur so an. Keine Angst. Würde anders aussehen. Oh, Mann, ey. Da weiß ich jetzt aber gar nicht, ob wir dir was geben wollen. Die wirkt ja... Na gut, ist halt die Frage, inwiefern diese Vision, die die hat, ausschlaggebend dafür ist, wie die Menschen sind, nicht? Oh, fuck, ey. Warum kann ich die Augen nicht sehen? Da sind noch Löcher, oder nicht? Was soll das? Hopfherz, Cora Ingens. Das Einatmen des Qualms, der beim Verbrennen der getrockneten Blätter dieser Pflanze entsteht, kann Schmerzen lindern. Am Stiel wachsen feste Blätter, die zu blauen Blüten führen. Ja gut, dann sehen wir nochmal, ob wir noch was mit blauen Blüten haben. Das ist nett. Das ist auch nicht. Hier haben wir noch was mit blauen Blüten, da haben wir noch was mit blauen Blüten. Das ist auch mit blauen Blüten. Das sieht nicht schlecht aus, oder? Es ist ein Querschnitt von der Blüte. Blaue Blüten, steife Blätter. Feste Blätter. Könnte. Sagt nichts über die Blätter. Schwer zu sagen. Die restlichen blauen sind wir schon durch mit. Ich würde eigentlich sagen, dass das. Ich würde sagen, dass hier ein Querschnitt war. Ja, probieren wir mal. Hopfherz. Gut. Haben wir der auch weitergeholfen? Mal schauen, wohin uns das führt. Ups. Oh. Das können wir hier reinlegen. Aufzudecken, was geheim oder verborgen. Haben wir halt noch keinen Eintrag zu. Weiß ich nicht. Können wir noch nichts machen, glaube ich. Vielleicht können wir es auch doch und ich weiß es einfach nicht. Vielleicht gibt es da einen Ort, der so heißt. Den habe ich auch noch nicht gefunden. Na, klingeln wir weiter. Mirona. Raven Ward hat mich wegen meiner einzigartigen Expertise gebeten, ihm bei den Untersuchungen am Steinkreis von Swinside zu helfen. Einzigartige Expertise, ha!
Er weiß, wie man einer alten Dame ein Kompliment macht, wenn er was will. Ich habe darüber nachgedacht, ihm zu sagen, dass er mich mal gern haben kann. Dann habe ich aber lange überlegt und meine Neugier hat gesiegt. Er muss ganz schön verzweifelt sein, wenn er damit zu mir kommt. Ich wette, die haben da unten was Pikantes gefunden. Vielleicht Anzeichen für ein Opferungsritual. Ich könnte etwas Hexenfüchse mitnehmen gebrauchen. Ist immer gut, wenn man etwas davon dabei hat. Na gut. Hexenfüchse. Strigatenius? Nee, Genuis. Eine Pflanze, von der gesagt wird, dass sie viele Einsatzmöglichkeiten besitzt, darunter das Lindern von Infektionssymptomen. Außerdem saugt sie Feuchtigkeit auf und kann die Anwesenheit bestimmter Gemische anzeigen, wird auch von Schmetterlingen geliebt. Die Blätter sind denen des Fieberkusses ähnlich, weshalb die beiden oft verwechselt werden. Na toll. Ah, das sind die beiden. Die roten Beeren liefern einen Energieschub, der mehrere Stunden lang anhält. Die Blätter sind blass gefärbt. Ja, safe. Das ist der Fieberkuss. Fieberkuss. Und sie sucht den Hexenfick. Ja, das wird der sein. Und labeln wir das auch noch. Okay. Isidore Burbage, der Anwalt. Sehe nie jemanden in deinen Laden. Es überrascht mich jeden Tag aufs Neue, dass dein Laden noch existiert. Glaub mir, ich würde nicht kommen, wenn es nicht unbedingt nötig wäre. Ganz besonders mit dieser verdammten Katze, die immer noch hier ist. Benötige etwas Bischofsschirme für eine berufliche Angelegenheit. Boah, der ist so krass unsympathisch, ey. Da habe ich überhaupt kein Wort für. Lass die Katze jetzt in Ruhe, die bleibt hier. Ob du es willst oder nicht. Also, wirklich. Geh halt in einen anderen Pflanzenladen. Es wird schon auch andere geben, oder nicht? Können wir den einfach wegschicken? Ich will ihn nicht bedienen. Mann. Bischofsschirm. Ein Pilz, der in dunklen, feuchten Orten gefunden werden kann, wo er sich an jeglichem Licht darf, das auch nur in seine Nähe kommt. Es scheint, als ob er Licht in sich aufnehmen könnte, wodurch er seine Umgebung in Dunkelheit hüllt. Die Lamellen auf der Unterseite dieses Pilzes geben eine milchige Flüssigkeit ab, die als Medizin gegen Magenschmerzen eingenommen werden kann. Also einer unserer Pilze. Aber welcher genau das ist, schauen wir dann wieder demnächst. Tschüssi.